Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Uf Pilzig. In der letzten Episode haben wir jede Menge fiese Arena bestanden und haben den Ackermanns Clan endgültig ausgerottet. Und jetzt sind wir hier gelandet, wo das Licht herkommt, was alle in der Umgebung, in der grausamen Welt zu Ruhelose macht. Und ich glaube, wir sind im End verdammt nur. Also, hier geht's. Ohne könnte die Maschine sein. Oder Ruvik Draakschlosse ist. Auf jeden Fall ist das das. Ist das die. Der Leuchtturm, beziehungsweise das Ach, was man da gesehen hat. Ach ja, die Kidman und der Seppel sind beide dort drin. In dem Ding. Ich sehe es ja. Joseph. Kidman, der Seppel. Du ist noch eine Gebärmutter frei. Das wird für den Bastel reserviert sein. Du ist der Leslie. Leslie. Da ist noch einer frei. Dr. Jimenez? Jimenez. Okay, cool. Jetzt weiß ich den Namen auch wieder. Das ist jetzt wohl real, ne? Weil im Spiel sind sie jo zerschrottet worden teilweise oder abgeschossen oder sonst was. Das ist er. Wow. Das kann nicht sein. Ja, das kann echt nicht sein. Hilfe! Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich. Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige. Ach du Scheiße. Das ist die Kidman. Mr. Gehirnimus. Pfui Kotz. Das sind jetzt die zwei synchronisierte Gehirne, nämlich A, ne? Leslie und Ruvik Hirn. Das zum Ruvik dürfte das mit Stacheldraht sein. Oder auch nicht. Pfui Kotz. Okay, das ist der Ruhweg. Scheiße.
Pfui Teufel, Ruvik! Dann sollten wir wohl rennen, ne? Oh Mann, scheiße. Au. Fuck. Na gut, wir sollten definitiv rennen. Beziehungsweise ich sollte besser rennen. Wenn man wieder das Victoriano-Bild nebendran. Ach, Manometer. Gott, ist das heftig. Ist das ein übler Scheiß. Da kommt er. Ich sollte mich jetzt echt nicht erwischen lassen von dem Kerl. Boah, Mann. Hoffentlich folgt das nur Links-Rechts-Schema. Sicher, Fragezeichen? Nee. Oh, der hat eine Zahnspange. Scheiße. Schade, dass der Rudi seine Zahnspange trägt. Oh, Mann. Ja, selbst in der Form acht mal auf sein Zäh. Alter, ist das eklig. Aha, du ist ein Geschütz. Du soll ich mich doch mal delektieren an dem Ding. Zwar nur metaphorisch, aber das wird klapper. Es leuchtet rot, also schieße ich drauf. Und ihm auf der Washing? Anna! Anna, wie... Olver und widerwärtig. Das Stacheldrahthirn kann ich nicht angreifen. Muss das? Oder war das ein Fehler von mir? Muss offenbar. Ah, hi Ackermann. Hast du noch einen Bruder, von dem du nichts verzählt hast, weil der in Kette liegt? Das ist eklig. Okay, jetzt habe ich dich hoffentlich. Gucken wir mal, wie der trifft. Der war in der Ramse. Das erinnert mich an das alte Yoshi's Island von früher, ganz zum Schluss, wo man den Endkampf Bowser hat. Und der kommt immer näher. Kann ich mit dem Ding zielen, oder? Ah, tatsächlich. Das hätte ich vielleicht eher machen sollen, als aus der Hüfte zu schießen. Der eklige Schwangerschaftsbauch. Ich will gerne wissen, was da rauskommt, Dad. Na gut. Jetzt gibt's wieder ordentlich was auf der Washing. Uff, dein Schwangerschaftsranzen drauf. Der war daneben. Und jetzt noch die letzte, die ich habe. Das war's. Kuckucks. Mehr habe ich nie parat. Wenn ich ergänzen dürft. I. Verdammt nochmal, ist das eklig. Mit seinen drei Truten an Hälse und mit seinem Schwangerschaftsranze und... Oh, das ist alles auf so viele Ebenen verstörend, ihr liebe Leid. Anscheinend muss jeder Treffer. Wo auch immer der jetzt die Ersatzrakete her hat. Aber offensichtlich muss echt jede Rakete treffen. Ah, Mann! Muss dann das sein? Jetzt die Kreatur hochkraxeln und Rudi erwischen, ne? Das wäre wohl das Geschickteste. Jetzt hat er zumindest mal keinen Glaskopf mehr. Das Ding ist mutiert und jetzt geht's meiner Meinung nach wohl auf der Rudi. Körpertreffer.
Jetzt bin ich mit ihm in der Kreatur. Ranze geplatzt. Trophäe erhalten. Einer von vielen. In Kupfer. Bäh. Okay. Und er wacht in der Maschine auf. Das Geräusch. Na gut, dann müssen wir wohl die andere aus ihrer Wanne befreien, schätze ich. Dann haben wir es desynchronisiert. Ja, ist noch ein bisschen wackelig auf der Bädebastel. Das ist nur vollziehbar. Noch so ein unglaublich hässliches Erlebnis. Da ist er immer noch. Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Ja, aber töte eventuell. Rufik. Ich kann doch hier Wackler. Ich erledige das. Ist das sein Hirn? Er existiert nur noch künstlich. Nur noch sein Gehirn gehört ihm, glaube ich. Jetzt erschießen Mass, oder? Zertrampeln Mass. Ah, wie eklig. Einmal drauf auf die Sülze. Lebenszeichen, Sir. Okay. Lasst ihn hier. Das ist die Tatjana. Die gehen nirgendwo hin. Oder? Das war die Tatjana, Doneva. Nirgendwo. Oh oh. Unser Polizist von Anfang, der Doktor, beide tot. Oben Victoriano hat drauf gestanden auf der Glaskuppel. Leslie. Withers, Leslie. Immer noch die drei tote Polizisten vom Anfang. Und Bastel klingt auch gut, aber knackst. Ja, du siehst immer noch aus wie bei Sampleson am Sofa, nach wie vor alle abgeschlachtet. Leiche nicht entfernt war. Beacon Mental Hospital. Sind wir jetzt wieder in der realen Welt? Oh oh. Los, los, los! Polizei. Sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche ein wenig echte, frische Luft. Wow. Vom Ruwik kennen sie nämlich überrumpelt, Vera. Der ist ja kaputt. Der Leslie. Sag was, damit sie ihn festhalten. Und jetzt ist er fort.
Kopfschmerzen hat er anscheinend immer noch. Oder wieder. Aber wir sind wieder in der realen Welt. Ja, zurück in Crimson City. Polizei ermittelt in der Beacon Nervenheilanstalt. Und so wie es aussieht, ihr liebe Leid, war das The Evil Within. Es sei denn, es kommt noch irgendeine Szene jetzt. Nee. Dusima, The Evil Within, published by Bethesda Softworks und von Tango Gameworks entwickelt. Mann, oh Meter, was ein Spiel, oder? Und das auch noch pünktlich zu der zweiten Sonntagsepisode, also geiler Headset-Larve kennen, oder? Was denken ihr? Ja, scheiß, die waren da. Ich guck mal, ob man das überspringen können, das Ganze. Da hätten wir es nochmal. Trophäe erhalten. Erster Schritt in die Dunkelheit. In Kupfer. Abschlussbonus. Maschinengewehr erhalten. Abschlussbonus. Raketenwerfer erhalten. Abschlussbonus. 50.000 Fertigkeitspunkte erhalten. Abschlussbonus. Neues Spiel Plus und Modellansicht können jetzt im Startmenü ausgewählt werden. Abschlussbonus. Du kannst jetzt eine neue Schwierigkeitseinstellung wählen, wenn du ein neues Spiel startest. Einsteiger, gesamte Spielzeit 14 Stunden, 25 Minuten und 4 Sekunden habe ich gebraucht. Gesamtzahl der Tote, krasse 33, ist eine geile Glückszahl für mich, denn ich habe am 3.3. Geburtstag. Das passt doch hervorragend. Spiel speichern, wir machen einen neuen Speicherplatz dafür. Abgeschlossen. Kapitel 1, ein Notruf. Titelbildschirm. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil, ihr liebe Leid. Lädt Profildaten. Ich würde ganz gern mal auf die Modellansicht gehen und mir das nochmal angucken, bevor ich jetzt mal mein Resümee ziehe. Wenn du dich nicht bewegst, regeneriert sich deine Gesundheit bis zu einem gewissen Punkt. Wenn haben wir dann alles? Sebastian Castellanos. Erinnert mich auch ein bisschen an Resident Evil 4 oder 5, wo das, glaube ich, war, dass man sowas auch gehabt hat, so Modellfiguren. Okay, ich wollte jetzt nicht absichtlich auf der Berzel hochgehen, aber so, da hämmern. Kann man uns auch nochmal angucken. Größe 1,82 Meter, Gewicht 79 Kilogramm, Alter 38. Sebastian Castellanos im Trenchcoat hätten wir noch. Yeah! mit dem Flachmann, natürlich. Natürlich mit dem Flachmann. Und sein Mantel bewegt sich. Das ist cool. Sebastians Lieblingsmantel. Er hat ihn von seiner Frau. Er trägt ihn das ganze Jahr über und bringt ihn offenbar nie in die Reinigung. Scheiße. Dann hätten wir noch die Julie Kidman. Größe 1,75 Meter, Gewicht 54 Kilogramm, Alter 27. Kidman hat wenig Interesse an ihrer eigenen Vergangenheit. Sie interessiert sich nur dafür, was sie in diesem Moment tun muss und was passiert, wenn sie dabei versagt. Klingt auch noch einer hervorragenden Polizistin, wenn die nur für so einen Scheiß lebt. Da hätten wir so. Kidman verwundet hätten wir noch. Mhm. Sumamo hier. Da ist natürlich auch noch ihr Blues aufgegangen, wo sie verwundet worden ist. Wer hätte es gedacht? Oh, nee, da war noch was dabei gestanden. Als sie erneut in der von Ruvik geschaffenen Welt auftaucht, ist Kidman stark verwundet und sehr aufgewühlt. Nur sie selbst weiß, was in der Zwischenzeit mit ihr passiert ist. Josef Oda. Größe 1,75 Meter, Gewicht 67 Kilogramm, Alter 33. Joseph ist qualifiziert und hält sich an die Vorschriften. Ein zuverlässiger Detective. Er ist rücksichtsvoll mit anderen, aber hart zu sich selbst. Er geht Dinge erst an, wenn er sie bis zum Ende durchdacht hat. Seine Beharrlichkeit bringt ihn oft in Schwierigkeiten, aber das hält ihn nicht ab. Sieht man auch wieder mit seinem Streberbuch, mit seinem ekligen Blick. Da hätten wir hier noch Schwester Tatjana. Größe 1,74 Meter, Gewicht 56 Kilogramm, Alter 38. Ich finde, so alt sieht die jetzt eigentlich nett aus, wenn man die so arg guckt.
Tatjana ist eine Krankenschwester in der geschlossenen Station der Beacon Nervenklinik. Sie hat Dinge gesehen, die niemand jemals sehen sollte. So ist sie nicht nur emotional abgestumpft, sondern zahlt dafür letztendlich einen noch größeren Preis. Ja, drehen können wir sie auch noch. Ihren Pferdeschwanz wackelt dabei, wenn man das macht. Dann hätten wir noch Leslie Withers. 1,72 Meter, Gewicht 51 Kilogramm, Alter 25. Leslie hat zwar Schwierigkeiten, sich zu verständigen, dafür ist in der Lage, unbewusst die Gedanken anderer zu rekonstruieren. Diese Eigenschaft ist es, nach der Ruvik für seine Experimente der Bewusstseinsverknüpfung sucht. Und sieht, ach, ziemlich fertig aus. Marcelo Jimenez. Größe 1,78 Meter, Gewicht 71 Kilo, Alter 50. Da hätten wir nochmal ein Detail. Marcelo ist ein Arzt, der in verdeckter Zusammenarbeit mit einer ausländischen Organisation Experimente an Patienten der Beacon-Nervenklinik durchführte. Die Organisation hatte ihn als Leiter der Klinik eingesetzt, doch schließlich verschwand er unter mysteriösen Umständen. Ja, das wurde dann wohl vertuscht, dass er in der Gehirnmaschine gestorben ist. Laura Victoriano. Alter 1,67 Meter, ja, wer hätte es gedacht. Größe 1,67 Meter, Gewicht 46 Kilogramm, Alter 17 zum Zeitpunkt des Todes. Ruviks hübsche, großherzige Schwester, die einzige Person, die ihn verstand. Zu Lebzeiten kleidete sie sich gerne in Rot. Das ist wirklich hübsch. Sehr hübsche Person. Zwar ein bisschen glubschig, die Aare, aber doch eine recht hübsche Person. Durchaus. Und die Hoher wackeln. Und auch ein schönes, wenn auch etwas altbackenes, aber trotzdem schönes Kleid. Ja, war hübschi. Ruvik, Ruben Victoriano. 1,78 Meter groß, 71 Kilogramm schwer, 37 zum Zeitpunkt seines Verschwindens. Abgeschnitten von der Außenwelt setzte Ruvik seine Forschung alleine fort, bis eines Tages ein Feuer in seinem Kellerlabor ausbrach. Seine Leiche wurde in den schwellenden Überresten des einst stolzen Anwesens nie gefunden. Man sieht auch richtig cool seine Verbrennungen, die er erlitten hat. Ich versuche ihn jetzt auch nochmal vom Gesicht her nochmal zu treffen. Ja, das sieht man ihn nochmal richtig mit seinem Endeaar und das andere ist etwas... Nee, doch nicht. Beide Aare normal. Ja, mit seinem blutverschmierten Mantel, so haben wir ihn im Spiel erlebt. Ich kann jetzt auch nochmal ein bisschen an ihm runterzoomen. Seine Arme sind auch ziemlich kaputt, wenn wir uns die mal so angucken. Das sieht schon ordentlich heftig aus. Andere Seite. Oh, wow, 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 wow. Der hat ordentlich eine abgezwirbelt gekriegt. Ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Das sieht richtig bitter aus, muss ich sagen. Boah, scheiße. Ruvik ohne Robe. Ach du Scheiße. Grausame Verbrennungen machten seine Haut gefühllos und unfähig, seine Körpertemperatur zu regulieren. Gequält von unaufhörlichen Kopfschmerzen und vielfältigen Krampfanfällen ist sein Körper kaum mehr als eine ausgediente Hülle. Scheiße, ja. Sieht man das vollständige Ausmaß von deiner Verbrennungen? Das hatten wir schon. Sieht man das absolute Ausmaß, was er erlitten hat. Sein Schädel, so stark beschädigt, dass er das Ding durchgebraucht hat, die Glasplatte gebraucht hat. Oh Mann, Ometer, ja, der sieht richtig heftig aus, muss ich sagen. Aber so geiles Design, wirklich. Ansonsten haben wir noch Ruben Victoriano als Kind. 1,58 Meter, 49 Kilo und 10 Jahre. Ruvik als Kind, als er noch einen Hauch Unschuld in sich trug. In diesem Alter zeigten sich bereits erste Anflüge seiner krankhaften Veranlagung, denn er sezierte mit großer Freude kleine Tiere. Du kranken Drecksau. Okay, aber... Ich finde schon, als Kind sieht er mit Sejua, sieht er schon verdammt ernst aus. Und mit einer Kakerlake, einer Dote. Ruben Victoriano als Kind vernarbt. 1,58 Meter, 41 Kilo, 10. Rubik verlor seine Schwester in einem Feuer, das angeblich von Dorfbewohnern gelegt wurde. Im Anschluss musste er sich einer langwierigen und schmerzhaften Therapie unterziehen, bei der er Dr. Jimenez traf, der sein Leben verändern sollte. Scheiße. Hat aber wenigstens auch ein paar Hoher gehabt auf dem Kopf. Ich finde, er sieht unglaublich alt aus. Er sieht schon aus, als wäre er 20 oder noch älter. Jugendlicher Ruben, irgendwie hänzest du mit dem. 1,78 Meter, 69 Kilo, 18 Jahre. Mit dem Erwachsenwerden lernte der Junge
lehnte der junge Ruhwig weitere Behandlungen zur Hautwiederherstellung ab. Stattdessen zog er sich in sein Kellerlabor zurück. Ja, da war er nur noch bandagiert, ne? Und Sizio. Mann, Ometa, ja. Dem hat's Schicksal echt übel mitgespielt. Was ist das? Zweites Ich? Das Ergebnis der Verbindung eines Probanden mit einer dissoziativen Identitätsstörung mit dem STEM-Gerät. Die dominante und zweite Persönlichkeit verschmelzen zu einer einzigen zweiköpfigen Kreatur. Pfui Kotz, ja, die hatten mal schon, die eklige Viecher, die Doppelköpf. Zweites Ich, sau eklig, also wenn zwei sich nicht richtig miteinander verschmelzen gekennt, dann passiert das. Sadist. Ach, der Ackermanns-Heinz ist der Sadist. Größe 2,22 Meter, Gewicht 140 Kilo. Eine Kreatur entstanden aus dem Bewusstsein eines Mörders in Verbindung mit Ruwigs Wahnsinn. Völlig aufgefangen in Raserei ist sie die fleischgewordene Mordlust. Ja. Der Mann, der Ackermanns-Heinz. Jetzt sehen wir mal aus der Nähe. Okay, das sind Mörder, die mit ihm verschmolzen sind und nicht funktioniert hätten. Krass. Schön, dass man das jetzt so erfährt. 10. Größe 2,99, Gewicht 190 Kilo. Verstoßene Zwillingsweisen, die im Labor unter dem Friedhof aufwuchsen. Der ängstlichere der beiden, 10, geht heftig auf jeden los, den er nicht kennt, und wird in der Regel angekettet. Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du liebst Herr Gettel. 9. Größe, dasselbe wie beim anderen, verstoßene Zwillingsweisen, die bla bla bla. 9 hält niemals still und gerät so leicht in Rage, dass ihm eine Maske angelegt wurde, die seine Augen und Ohren bedeckt. Ja, mit so einem ekligen Nippelpiercing, sauwiderlich, dort kennt man mich festhalten, ich tät niemals versuchen, dem Ding zu entkommen. Scheiße. Der Wächter, der Ackermanns Schorsch, 2,30 groß, 340 Kilo schwer ist die Fettsau. Eine Kreatur entstanden aus Ruwigs letzten Erinnerungen, bevor er zerstückelt wurde. Sie ist angetrieben von Ruwigs Zorn über den Diebstahl seiner Forschung aus seinem Safe. Jeder, der sich dem Safe nähert, wird getötet, enthauptet und landet bei den anderen Köpfen im Sack. Oh, okay, im Sack waren die ganze Zeit Köpfe drin. Hätte man auch nicht drauf kommen können, wo du die Sachen noch rausgucken. Aber jetzt weiß ich, wie der Wächter entstanden ist. Scheiße. Geiles Artwork. Trauma. Das ist der Jemus, 2,65 groß, 2,20 Kilo schwer. Eine Kreatur erwachsen aus Ruwigs Konzept von Tod und Wiedergeburt, das auf seine Ablehnung der religiösen Erziehung, die sein Vater ihm von klein an aufgezwungen hat, beruht. Deswegen wirklich tatsächlich war ich gar nicht mal so schlecht gelecke hier mit Rette mich Jemus. Will ich mal den... Der ist geschlechtslos. Okay, wirklich Visage hat der Kerl auch nicht. Da war ich gar nicht mal so schlecht gelecke mit Jemus. Wache. Ah, das ist der Wolf. 2,40, 2,10, Wächter der Kirche gezüchtet in einem Kultlabor unter dem Friedhof. Es wurde mit Ritualopfern großgezogen und giert nach Menschenfleisch. Ja, dann kennen wir noch der große böse Wolf. Laura, Kreatur. Wow. 3,10 Meter, 220 Kilo. Eine Kreatur entstanden aus der Erinnerung an Lauras tragischen Tod und Ruwigs eigene Rachsucht. Sie ist nahezu unempfindlich gegenüber Kugeln, aber reagiert heftig auf offenes Feuer. Weiter kann ich nicht rauszoomen. Wow. Heftig. Quell. Ah, das ist der Kraken. 4,30 groß, 330 Kilo schwer. Kreatur erzeugt aus Ruwigs Wunsch, von anderen nicht gesehen zu werden. Sie ändert ihre Farbe, um sich der Umgebung anzupassen und benutzt ihre langen Tentakel, um Unachtsame zu schnappen und abzuschlachten. Wow. Jetzt erfahren wir aber auch noch wirklich schöne Hintergrundinfos, wie ich finde. Shigio. Oh, was zum Teufel? 6,20 Meter, 1,4 Tonnen. Ein Wassermonster, das entstand, als ein Proband während der Versuche ertrank und sich in Ruwigs geistiger Welt verirrte. Es haust in den dunklen Tiefen und versucht, jeden zu sich herunterzuziehen, der sich ihm nähert. Das ist die Wasserkreatur gewesen, ne? Wir müssen mal runtergehen. Das muss die Wasserkreatur gewesen sein, die Achtung, die Leit runtergezogen hat. Amalgam-Alpha. Das ist der mutante Hund, der Schoßhund. Der letzte Bewusstseinsmoment der Probanden, die starben, als sie mit dem STEM verbunden waren, vereint in einer einzigen grauenhaften Gestalt. Es greift alles an, das sich bewegt, um dem sicheren Tod zu entfliehen. Scheiße. Ketzerei. Ah, Ketzerei ist die Fettmonsterspinne.
9,20 Meter groß, 3,8 Tonnen schwer. Das glaube ich, wenn ich mal den Speckmann so angucke. Ein Monster mit riesigen, insektenartigen Beinen. Kreatur, die Kreatur ist ein Proband, der beim Verbinden mit dem Stem vollständig seine Identität verloren hat. Seitdem läuft sie amok und verschlingt das Bewusstsein all seiner Opfer. Amalgam? Ah, Amalgam ist die Kreatur von Ruvik. 21 Meter und 320 Tonnen schwer. Eine Kreatur, welche die Wut und Feindseligkeit der Opfer von Ruviks Forschung und seinen eigenen Wahnsinn in sich vereint. Sie wächst vollständig, da sie die Angst und den Hass in ihrem Umfeld absorbiert. Müssen wir jetzt auch nochmal so weit wie möglich aus der Nähe angucken. Ja, es geht nicht weiter. Saugeil, Amalgam-Kern. Tief in dieser Kreatur liegt ihr verletzlicher Kern. Ruvik ist nur dann verwundbar, wenn sie den Kern durch Öffnen ihres Kopfes preisgibt. Da haben wir nochmal drin gehabt. Ruhelose, Gruppe A. Menschliche Probanden, die beim Verbinden mit dem Stem und der Gleichschaltung mit Ruviks Bewusstsein in Kreaturen verwandelt wurden. Ruhelose B. Ach, die Mönche und so. Sogar Menschen, die nicht mit dem Stem verbunden werden konnten, tauchen irgendwie als Monster auf. Ruhelose Gruppe C. Probanden, die einen Bruchteil ihres ursprünglichen Bewusstseins bewahrt haben, erscheinen in ihrer normalen Gestalt. Da sie jedoch in der realen Welt gestorben sind, haben sie ihre Menschlichkeit verloren. Okay, ja krass, tatsächlich, ach so, wirklich Seele und nicht Zombies oder so, aber gewisserweise doch. Ruhelose greifen Menschen, die sie sehen, sofort an und versuchen, ihre Gehirne zu fressen. Klassischer Zombie. Vielleicht ein Versuch, ihre verloren gegangenen Erinnerungen wieder zu erlangen. Ruhelose Gruppe E. Obwohl sie sehr einfältig sind, können einige von ihnen Waffen oder Werkzeuge benutzen. Andere scheinen den Befehlen von jemandem zu gehorchen. Geht's noch weiter? Ruhelose Gruppe F. Ah ja. Einige Ruhelose sind stärker mit Ruvik synchronisiert und tragen seltsame Masken oder Kapuzen. Okay. Das sind dann die mutante Rudi. Die sind ein bisschen stärker mit ihm synchronisiert, aber nicht richtig. Tiere. Vögel, Vieh und andere Lebewesen, die nicht in Monster verwandelt wurden, sind ganz sicher Überreste der Erinnerungen von Probanden, die mit dem Stem verbunden wurden. Deswegen gibt's da auch Schweine und so. Messer. Ein Feldmesser, das in einer Leiche im Raum unter der Klinik steckte. Abgesehen von Schleichangriffen ist ein Angriff auf die Monster mit diesem Messer reiner Selbstmord. Granate. Eine nützliche Waffe, wenn es mal eng wird und dir jede Menge Gegner gegenüberstehen. Wenn du allerdings nicht vorsichtig bist, erwischt sie dich genauso schnell wie die Monster. Von Officer Connolly. Offensichtlich wurde er nicht häufig benutzt. Vielleicht gab es nur wenige Gelegenheiten dafür. Ist auch besser so beim Kopf. Eine Schrotflinte in alter Bauweise. Auch 100 Jahre später funktioniert sie noch, aber wer den Rückstoß nicht gewöhnt ist, kann sich dabei schnell verletzen. Scharfschützengewehr. Dieses Gewehr sieht ungewöhnlich aus und scheint handgefertigt zu sein. Der Visieraufsatz, der hohe Schaft und die Handhabung sind grobschlächtig und es ist nicht gut ausbalanciert. Trotzdem geile Waffe. Automatikpistole. Die automatische Handfeuerwaffe von Joseph, ursprünglich für das Militär entworfen, ist sie entsprechend robust und zuverlässig. Die Feuerrate ist hoch und sie kann schnell nachgeladen werden. Magnum. Ein großer Revolver, der großkalibrige Munition verschießt. Die Waffe wie auch die Munition wurden maßgefertigt. Eine starke Trumpfkarte. Qualenarmbrust, eine starke, speziell angefertigte Armbrust, da sie über stumpfe Bolzen verfügt, wurde sie wahrscheinlich von Ruvik entworfen. Handfeuerwaffe mit Feuerstoß, drückt man den Abzug dieser speziellen Handfeuerwaffe, so wird ein Feuerstoß aus 3 Einzelschüsseln abgefeuert. Sie verursacht viel Schaden und treibt Gegner wirkungsvoll zurück, ist aber wenig geeignet, wenn die Munition knapp ist. Doppelläufige Schrotflinte, mit ihrer hohen Feuerrate ist sie ein verlässlicher Begleiter und unter Jägern besonders beliebt. Hochleistungsgewehr, ein Scharfschützengewehr mit Verbesserung an Lauf und Mechanik. Es verfügt über einen Carbonschaft und ein ausklappbares Zweibein. Diese Hochleistungswaffe kommt beim Militär, der Polizei und in Scharfschützeneinheiten zum Einsatz. Maschinengewehr, ein leichtes Maschinengewehr, vermutlich eine Militärvariante, das reguläre Gewehrmunition verwendet. Es hat zwar keinen starken Durchschlag, aber durch seinen geringen Rückstoß ist es zielsicher. Raketenwerfer. Dieser Raketenwerfer aus Militärbeständen ist unglaublich zerstörerisch. Verbrennungsgase werden hinten abgeführt, um den Rückstoß zu verringern. Die Verwendung wurde vereinfacht, sodass sein Einsatz kinderleicht ist. Schlagring. Diese Waffe wird auf den Knöcheln getragen und verstärkt den Nahkampfangriff. Sehr schön.
Das war noch die Galerie. Und jetzt, ihr liebe Leid, tät ich aber mal Sache. Ich mach mal Resümee. Es war unglaublich geil, das zu spielen. Wirklich, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war teilweise auch richtig verwirrend, was so abgelaufen ist. Und ich finde, es war nicht gerade befriedigend, das Ende. Also wirklich, das war wirklich nicht sehr befriedigend, das Ende. Wir haben zwar mitgekriegt, dass der Ruvik hier Leute synchronisieren wollte und es hat nicht ganz geklappt. Und dadurch ist seine hässliche Welt bevölkert worden mit den Ruhelosen und allem Möglichen. Aber es hätte mich jetzt auch interessiert, was war denn das in der Klinik, was er immer so gesehen hat mit der vermissten Poster und so. Weil es scheint ja wohl irgendwie, die Kidman scheint es überlebt zu haben, der Leslie scheint es überlebt zu haben, der Detective am Anfang und Arzt sind sicher tot, was mit dem Seppel ist, weiß ich nicht. Und Bastel hat es überlebt. Jetzt ist halt die Frage wirklich, ich glaube jetzt halt nicht, nach dem, was man so gesehen hat, dass der wirklich der Amok gelaufen ist. Das heißt, das in der Klinik war ach eine kleine Kapsel anscheinend in der Welt, wo sich der Bastel hat zurückziehen können, nur für ihn. Und er hat sich da wohl selber wahnsinnig gemacht. Oder das war ein Versuch, ihn wahnsinnig zu machen, ihm solche Morde unterzuschieben. Das ist zumindest meine einzigste Erklärung. Ansonsten geiles Spiel. Das erinnert mich sehr, sehr stark an Resident Evil 4. In etwas besser. Die Story war cool. Die Charaktere waren, ja, in Ordnung, würde ich sagen. Und nicht berauschend. Nicht so, dass sie mich vom Hocker reißen. Aber sie waren in Ordnung. Und es war ein langes Spiel. Verdammt langes Spiel sogar. Ich kann nur sagen, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann kaufen es doch gerade selber. Es hat nämlich wirklich richtig Spaß gemacht. Und ich laber jetzt auch nämlich so lange, ihr liebe Leute. Wir sind echt schon über der Zeit, weil ich jetzt auch die ganze Galerie nochmal durchgehen muss. Einfach. Das ist so schön gemacht. Das wollte ich euch echt auch nicht vorenthalten. Und ich würde sagen, vielen Dank dafür, dass ihr mit mir Let's Play The Evil Within auf Pelzig geguckt habt. Ich hoffe, da ihr es gewählt habt, dass es in etwas so dem entsprochen hat, was ihr euch vorgestellt habt. Und ihr habt ja immer noch die zwei Projekte Let's Play Outlast auf Pelzig und Let's Play Final Fantasy 7 auf Pelzig. Ich hoffe zumindest, dass es zu der Zeit, wo das hier gesendet wird, definitiv noch laufen wird. Und ja, The Walking Dead läuft leider immer nur entsprechend, je nachdem wann die Episode erscheint, was ich sehr schade finde. Und geben wir doch gerade mal wieder Bescheid, ihr liebe Leute, ob es euch gefeiert heute ist der Wurm drin, ohne Scheiß. Ob's euch gefallen hat, wie ich das für euch gespielt hab. Ob's euch gefallen hat, wie ich das für euch gespielt hab. Und ob ihr ein nächstes Projekt für mich parat hätten, was ihr unbedingt haben wollt. Wenn ja, schmeißt's mir einfach in die Kommentare, schmeißt's mir auf Twitter, schmeißt's mir auf Facebook. Alles ist mal recht. Also zum letzten Mal sag ich nochmal Dankeschön, verbeugt mich vor euch. Und sag, das war Let's Play The Evil Within auf Pelzig. Mir hat's saugut gefallen. Ach, wenn's ein paar kleine Macke gehabt hat und die Charaktere nicht so dolle waren, aber das macht nix. Es war ein cooles Psychospiel. Machen's gut und bis zum nächsten Let's Play und verpassen auch mal andere Let's Plays nicht. Euer Yankee.